Noch 15 Tage, dann ist unsere Mondrakete fertig und dann werden wir zum Mond starten. Ich bin angespannt und aufgeregt, tatsächlich. Das ging dann doch irgendwie langsamer und schneller zugleich, wie sich das alles hingezogen hat. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles raus. Okay, komm, wir spulen vor. Kein langes Gesabbel mehr, André. Kein langes Gesabbel. Oh, da zieht die Milchstraße durch. Jo, Apollo Lander 1 ist am Start. Wir müssen es aufs Biggest Launchpad, das Unlimited hat, ausrollen. Das dauert 82 Tage. Okay. 82 Tage dauert es jetzt nochmal, dass wir irgendwas ausrollen müssen. In der Zeit wird auch noch eine Apollo A06, die niemals fliegen wird, leider fertiggestellt. Also vorspulen. Und jetzt machen wir nämlich Launch. Alle Sachen sind gefüllt. Meine Leute sollen EVA-Packs mit dabei haben. Ingeborg Wagner, Ray Campbell und Stefanie Becker, unsere drei Astronautinnen, werden es jetzt in Richtung Mond versuchen. Oh, und mir fällt gerade auf, das ist vielleicht noch eine Sache, die uns so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten könnte. Wir haben nur eine Pilotin dabei. Wir haben eine Wissenschaftlerin, eine Technikerin und eine Pilotin. Aber wir wär, also wenn wir mit dem Lunar Ascent Vehicle, also wenn wir von der Mondoberfläche wieder gestartet sind und dann docken wollen und uns da zu wenig Delta V haben, dass wir dann mit dem Command Module näher kommen müssen. Das könnte schwierig werden, wenn wir nur einen Piloten haben, weil der wird dann halt in der Landefähre sitzen müssen. Aber wir gucken mal. Ansonsten, deswegen habe ich hier gespeichert vor dem Start, dass wir zu diesem Zeitpunkt zurückgehen können und vielleicht einfach noch einen zweiten Piloten anheuern. Zweite Pilotin, besser gesagt. So, dann drücken wir jetzt mal auf Launch und ab geht's. Auf zur letzten Mission dieser Streaming-Serie, dieser Reihe. Und Launch into Plane of Target in 9 Stunden. Das wird also ein, wie spät haben wir? Wir haben 15 Uhr, 9 Stunden. Ja, das wird also ein Start bei Nacht. Aber ja, so ist das jetzt. Launch into ta Target Plane in 9 Stunden. Engage Autopilot. Also los geht's. So, und wir haben zu allgemeinen Freude auch keinen Triebwerksausfall. Warum habe ich das laut gesagt? Alter, warum habe ich das laut gesagt? We have lift off, ja. Wir haben es in Orbit geschafft. Sehr schön. Und jetzt bleibt uns nichts, ach so, bleibt uns nichts weiter zu tun, als zu sagen, Create Node. 3134 Meter pro Sekunde haben wir, um zum Mond zu kommen. Und wir gehen mal auf den Mond und korrigieren. Ansicht zentrieren. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen tweaken, die ganze Geschichte. 127 Kilometer über dem Mond können wir erstmal ran. Für das erste Manöver. Wir werden dann nochmal ein Manöver machen, um das fein zu tunen. Wir werden dann, wir kommen natürlich, das ist so ein bisschen doof, dass wir auf der dunklen Seite unseren Burn machen, aber naja, diese Mission ist anscheinend, ist immer auf der dunklen Seite, aber wir werden nicht auf der dunklen Seite landen, keine Sorge. Ja, wenn wir dann unseren Orbit einnehmen, werde ich dann den Orbit so einstellen, dass wir relativ niedrig mit dem Service-Modul über den Orbit fliegen, dann unsere Landefähre absetzen und ja, genau, das
peilen wir jetzt mal an. Als Manöver. Und ich mache mal R an. Und dann können wir direkt sagen: Moment. Einmal F5. Und Execute Next Node. Zack. Und ich nehme mal. Füge mal hier die Stufe zusammen, dass ich nur einmal hier, ich muss einmal eine Stufentrennung machen, weil ich einfach noch die letzte Stufe oben drin benutze. Mach nochmal einen Screenshot. Ja, wir haben ein paar Solarzellen hier oben dran. Ich habe jetzt nicht wirklich Beleuchtung noch dabei. Wir sind halt auf der dunklen Seite. Wir richten uns jetzt sehr langsam aus. So, da hinten, es wird, weiß ich gar nicht, ob das der, da hinten ist Uranus, okay. So, wir spulen vor. Hey, und wir sind im Hellen. Dann können wir mal schnell einen Screenshot machen von unserer tollen Konstruktion hier. Oh, ist unser Burn. Oh ja, unser Burn ist hier quasi kurz vorm Eintritt an die Tag-Nacht-Grenze. Das ist unser Raumschiff, was zum Mond fliegen wird. Unsere Solarzellen bringen im Moment noch nichts. Aber bald, wenn wir auf dem Weg zum Mond sind, richten wir uns Richtung Sonne aus. Ich hoffe nicht, dass die Erde uns einen Schatten auf uns wirft und uns verdeckt und die Solarzellen nichts bringen. Aber das wird auf jeden Fall ja, Thoren, das stimmt. Oh, Stufentrennung. Hallo? Und da fliegt sie weg, die Stufe. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Mond. Jawohl. So, da sind wir. Oh, schön. Ein Sonnenuntergang. Und da sind wir jetzt auf dem Weg zum Mond. Hinter der Erde lang, wo unsere Solarzellen immer noch nichts bringen. Ich hoffe, wir kommen. So, wir sind jetzt bei. Warum ist da. So. Mondperiaps sind wir bei 3000. Was passiert, wenn ich jetzt. Ah ja, okay. Ich mach mal. Ich benutze jetzt einfach mal ein bisschen das RCS, um hier meine Periapsis niedriger zu ziehen. Alle Korrektursachen mit dieser Stufe machen, bevor wir sie loslassen, und dann fliegen wir nur mit dem Service-Modul ganz entspannt zum Mond. Ja, ich würde mal so 100 Kilometer Höhe zum Abbremsen wählen, und das ist niedrig genug, dass wir da auch noch genug Delta-V haben, um wieder hochzukommen mit der Ascent-Stage und so weiter und so fort. Und ich werde auch die Landefüße nicht auf dem Mond stehen lassen. Ich brauche diesen Puffer von Delta-V, also ich werde damit auch wieder starten. So, 100 habe ich gesagt. Nehmen wir 110. 110 finde ich ganz gut. Das ist jetzt alles, was wir verbraucht haben. Und wir machen jetzt mal Stufentrennung. Wir haben uns getrennt. Und wir sind bei flüssiger Wasserstoff 12 Tage, flüssiger Sauerstoff 11 Tage. Super, so habe ich mir das vorgestellt. Wir sind noch nicht mal in der Sonne. Wir verbrauchen hier flüssiger Wasserstoff. Die Fuel Cell läuft. Das heißt also, Fuel Cell produziert unseren Strom, den wir brauchen. Die Fuel Cell wird demnächst abgeschaltet bzw. in den Leerlauf geschickt, sobald wir in der Sonne sind mit unseren Sonnensegeln. Ja, wir können zurück. Oh, Moon Periaps. Wir haben einen Schub nach vorne bekommen.
Wir müssen hier gleich nochmal ein bisschen nachkorrigieren, wenn unsere Stufe sich ein bisschen von uns entfernt hat. Und wir sind immer noch nicht ausgerichtet. Aber wir sollten jetzt gleich in die Sonne kommen. Ich mache nochmal Viertelstunde vorspulen, bis wir hoffentlich gleich in die Sonne reinkommen. Da ist sie. Sehr gut. Und unsere Stufe, da haben wir jetzt schon genug Abstand zu. Und jetzt würde ich halt nochmal kurz den Mond fokussieren. Nee, Moment. Ziel setzen und Ansicht zentrieren wollte ich. Und okay, wir sind auf 47 Kilometer. Ich mache mal RCS an und bremse mal ab und korrigiere meinen auf die 100 Kilometer. Ach so. Und jetzt muss ich mich auch noch drehen. Entgegen meiner Bewegungsrichtung drehen, damit die Solarzellen in der Sonne sind. Beziehungsweise, ja, wir machen mal quasi genau vom Mond weg. Und der Mond ist irgendwo da hinten. Ja, das ist tatsächlich der Mond. Wir drehen uns jetzt einmal um, damit wir die Solarzellen in die Sonne drehen. Und dann können wir immer noch, also dann gucken wir mal, was dieses Manöver, das wir uns jetzt gedreht haben, mit unserem Kurs gemacht hat. Der wird sich dadurch deutlich verändert haben. So, und wir können auch schon mal hier oben sagen, Extend Landing Legs. So, und wir haben 82% Ausleuchtung der Solarpaneele. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Also eins ist im Schatten, aber drei produzieren Strom. Das gefällt mir. So, wir haben uns jetzt ausgerichtet. Kill all rotation. Wir gehen jetzt mal kurz nochmal Kerbalism und gucken. Hier elektrischer Strom, Solarmodule produzieren 3,6. Ja, unsere das die Brennstoffzelle muss gar nichts machen. So. Wir rotieren mal so ein bisschen, dass mehr Solarpaneele in der Sonne sind. Nämlich so. Jetzt haben wir mehr durchs Solarmodul und wir haben immer noch Kill All Rotation. Sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir hier nochmal kurz korrigieren. Und da würde ich nämlich so auf 100 gehen. 100 und RCS aus. Und jetzt sollten wir stabil bleiben. So, dann habe ich jetzt gespeichert und wir können mal, oh, wir können mal hierher vorspulen. Und tatsächlich sind wir stabil und da hinten sehen wir den Mond näher kommen. Jawohl. Das müsste ja sein. Ja, das ist der Mond. Wenigstens sehen wir ihn jetzt beim Anflug quasi. Vorspulen abgeschlossen. Wir haben immer noch genug Wasserstoff, genug Sauerstoff. Super. Ein Tag, 24, 21 Stunden vorspulen. Da kommen wir dem Mond näher. Schön. Oh. Wir müssen mal, oh ja, wir müssen Abfall und Abwasser mal loswerden. Ansonsten haben wir Wasser, haben wir noch genug, flüssigen Wasserstoff, Sauerstoff und hast nicht gesehen. Wir müssen mal Abfall loswerden. Was für ein angenehmes Geräusch auch, ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir an alles gedacht haben. So, jetzt von Hand in den Einflussbereich des Mondes und da sind wir im Einflussbereich des Mondes und fliegen in 102 Kilometern an der Oberfläche vorbei. Wir sind auf dem Weg. Wir müssen irgendwann mal abbremsen, aber jetzt noch nicht. Wir werden uns jetzt erstmal dem Mond, ich mache nochmal F5,
Schnell speichern, jawohl. Und jetzt machen wir mal 13 Stunden vorspulen und fliegen mal näher an den Mond. Oh, irgendwas ist Vorspulen abgebrochen. Haben wir irgendwovon zu wenig? Haben wir nicht. Hierher vorspulen. Achso, er war einfach fertig mit Vorspulen, glaube ich. Ja, Vorspulen abgeschlossen, genau. So, wir wollen hier hinten ein Manöver planen. In 100 Kilometer Höhe wollen wir hier ein Manöver hinzufügen und wollen abbremsen auf 60, sagen wir auf 40. 45. Wir machen es ähnlich, wie wir das letzte Mal auch diskutiert hatten, dass wir einen sehr, sehr niedrigen Umlaufbahn auswählen könnten. Also sehr nah am Mond vorbei, um der Landefähre extra quasi noch etwas Arbeit abzunehmen, dass sie besser runterkommt. Aber ich hätte jetzt gesagt, 40 ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir 50 Kilometer Höhe. 50 Kilometer Höhe. So tief gehen wir runter und dann setzen wir die Landefähre ab. Und von da aus können wir den Burn starten. Und da sind wir dann auch eigentlich ganz. Na, wir sind ziemlich genau auf der beleuchteten Seite. Ich kann mir nicht wirklich aussuchen, wo wir runterkommen. Wir werden das jetzt so machen. Ich drücke nochmal F5. Das sind 790 Delta V. Wir haben 1500 Meter pro Sekunde in unserem Service-Modul. Gut, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das fliegen wir von Hand. Wir richten uns noch nicht aus. Wir warten damit, bis wir. Nee. Wir warten damit, bis wir anfangen, hinter den Mond zu fliegen. Ich mache jetzt mal ein bisschen von Hand vorspulen. Und mache ein paar Screenshots. Während wir auf den Mond zufallen. Ah, natürlich ist der Burn. Natürlich ist der Burn auf der nicht sonnenbeschienenen Seite. Auf der gerade nicht sonnenbeschienenen Seite des Mondes. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten. Und ich muss mal langsamer machen. Ach Gott. Nitrogrun ist auch da. Habe ich eben schon Hallo gesagt? Heute ist mein Kopf wie ein Sieb. Das muss die Hitze sein. Doch, ich glaube, ich habe schon Hallo gesagt. Da hast du ihr Lächeln nicht mit auf den Fotos. Ja, das stimmt. So kann ich auch mal einen Screenshot machen. Sie freuen sich auf jeden Fall. Das finde ich gut und richtig. So, dann machen wir mal Vorspulen zum Manöver. Und da ist die Sonne weg. So, Schubzeit sind 5 Minuten 33. Das heißt, wir richten uns mal Richtung Manöver aus. 5 Minuten 33 heißt 2:30, 33 Sekunden, sagen wir 16, also 2 Minuten 46. Bei 2 Minuten 46 sollten wir zünden, weil die Engine einen Moment braucht, um auf Touren zu kommen. Ja, doch, 2 Minuten 46 passt. Und wir.
Ja, 2 Minuten 46 passt und bei ungefähr 2 Minuten 55 mache ich einen Jülich-Burn oder bei 3 Minuten besser gesagt. Jo. Und ich starte, damit wir Jülich kriegen. Jawohl. Unser Triebwerk hat Jülich. 46, 2 Minuten 46. Und Zündung. Und da treten wir for real this time in den Mondorbit ein. Man kann nur nicht wirklich viel sehen, aber wir sind 100 Kilometer über der Mondoberfläche. Ja, 100, wenn wir mal über Grund, 112 Kilometer über der Mondoberfläche, während wir hier anfangen abzubremsen. Ah, jetzt sieht man den Mond aus irgendeinem Grund ein bisschen besser. Ich mag ja dieses Leuchten dieser riesigen AJ-10, die da hinten an dem Service-Modul dran ist. So, Smart, jetzt ziehe ich mal ein bisschen zur Seite, dass ich das hier auch erkennen kann. Und dann, wenn wir im Orbit sind, wenn wir in diesem sehr niedrigen Orbit sind, also 100 Kilometer auf der einen Seite, 50 auf der anderen, dann setze ich den hier ab und setze zum Landen an. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die 50 Kilometer nicht vielleicht ein bisschen zu niedrig sind für die Landefähre. Müssen mal gucken, ob er das tatsächlich hinkriegt. Ja, und wir sind hier bei flüssiger Wasserstoff 12 Tage. Also ja, das funktioniert alles ganz hervorragend und wir haben nur die Fuel Cell, die halt Strom erzeugen muss. Wir haben genug flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff für die Fuel Cell mit, indem ich hier mehr reingepackt habe. Das ist ganz wundervoll. So, und jetzt, wer sich anfängt, Sorgen zu machen, dass hier unser Delta V so weit runter geht, bis auf 800, hast du nicht gesehen, wir werden für den Rückflug leichter sein, weil wir dann hier vorne sehr, sehr viel weniger Kladderadatsch dran kleben haben. Das heißt, unser Delta V wird auch nochmal hochgehen. Wir geben jetzt ungefähr die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte zum Abbremsen unseres Sprits aus. Das ist korrekt. Aber wir werden, wenn diese Sonde gelandet ist und wieder hochgekommen ist, werden wir den kompletten Lander hier lassen und sind deutlich leichter dadurch und werden dann mehr Delta V haben im Service-Modul, um wieder zur Erde zurückzukehren. So, und Periapsis, da achte ich jetzt drauf und da mache ich aus. Oh ja, mein Gott, das ist 49 Kilometer. Das Manöver ist abgeschlossen. Sehr gut. Ja. Ausrichtung passt. Wir sind im Orbit um den Mond. Sagt er mir das auch? Wir haben First Crewed Lunar Orbit. Ja. Wir haben das geschafft. Er will jetzt allerdings, dass wir 20 Stunden um den Mond orbiten, für den Mission erfüllen, aber wir haben unsere eigene Mission. So, wir haben hier eine Periapsis bei 49 Kilometern Höhe. Das heißt, wir können hier schon mal im Hellen können wir dann schon mal darüber nachdenken, dass wir abbremsen und uns abkoppeln. Das heißt, ich trete jetzt mal hierher vorspulen. Wir bewegen uns mal um den Mond herum ins Helle. Und da sind wir in der Sonne. Oh, das sieht cool aus. So, jetzt möchte ich mich einmal ausrichten, beziehungsweise wir müssen jetzt erstmal. Nee, wir machen erst eine Ausrichtung. Sehr gut. Und jetzt machen wir nochmal F5. Wir sind da angekommen, wo wir hin wollten. Niedrig über dem Mond. Und jetzt lassen wir die Crew umsteigen. Ich nehme meine Pilotin, Ray Campbell, und meine Wissenschaftlerin, Ingeborg Wagner, mit auf die Mondoberfläche und Stephanie Becker, die Technikerin, bleibt oben im Service-Modul zurück. Also Crew-Transfer. Ray Campbell. Einmal dahin.
Was? Crew Transfer. Ingeborg Wagner. Zack. Stefanie Becker ist hier oben im Service-Modul. Und hier im Dings haben wir genau, Ray Campbell und Ingeborg Wagner haben wir jetzt hier oben drin. Dann machen wir jetzt mal einmal einen richtigen Save. Spiel wird gespeichert. 20, 23, 08, 16. Luna, Länder, Mondorbit vor dem Entkoppeln. Speichern. Und keiner wird sich an die Technikerin erinnern. Nein, das ist Apollo 11. Michael Collins war Pilot im Service-Modul. Ich kann mich sehr gut an ihn erinnern. Ich kann mich nicht wirklich an ihn erinnern, weil ich war ja noch nicht geboren. So, wir werden jetzt hier mal einmal abdocken und einmal auf dieses Schiff wechseln und Lagekontrolle und ich muss erstmal hier RCS Steuerung, RFS an und trenne mich. Da sind wir getrennt und jetzt machen wir auch nochmal einmal einen Querschub, um auch in eine andere, in einen etwas anderen Orbit zu kommen, wie unser Service-Modul. Jawohl.